Nerven dich auch manchmal die Berge an Geschirr beim Kochen? Dafür habe ich eine Lösung. Ich zeige dir in diesem Video zwei Rezeptideen, wo du nur einen Topf brauchst zum Kochen. Ein One-Pot-Gericht. Und da habe ich zwei verschiedene Varianten. Einmal mit Reis, einmal mit Nudeln. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und vor allem viel Spaß beim Nachschauen, Nachkochen. Wenn dich das Ganze interessiert und du mehr Videos davon sehen willst, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Rezept Nummer 1 besteht aus diesen Zutaten: ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Zwiebel, Knoblauch und Nudeln, genauso wie die Sahne. Ich habe angefangen, das Hähnchen zu waschen und dann in kleine Streifen bzw. Würfel zu schneiden. Das war mein erster Schritt. Wenn du Hühnchen wäschst und schneidest, dann gehe ich immer davon aus, dass man das weiß, aber ich sage es jetzt mal dazu, immer das Brett und auch das Messer und auch die Hände gut waschen, weil die so viele Bakterien haben. Öl in den Topf gegeben und dann das Hähnchen dazu geschmissen und anbraten lassen. Später habe ich dann die Zwiebeln geschnitten, genauso wie den Knoblauch und das auch zu dem Hähnchen getan. Das Hähnchen braucht halt einfach ein bisschen länger zum Anbraten. Und Zwiebeln und Knoblauch habe ich dann schon zum Anbraten aber dazugegeben, weil es einfach einen mega leckeren Geschmack immer gibt, gell? So, hier siehst du das. Normalerweise tut man zuerst die Zwiebel und dann den Knoblauch rein, aber in dem Fall habe ich jetzt beides zusammengeschmissen. Die Karotte habe ich einfach noch zu Hause gehabt und musste aufgebraucht werden, deswegen habe ich die noch klein geschnitten. Es waren noch genau zwei Karotten, die ich übrig hatte. Und wenn du die lieber in Stifte willst, kann man sie auch in Stifte schneiden. Aber ich habe es jetzt einfach in so ganz kleine, feine Stücke geschnitten. Hat auch gut gepasst. Und dann mit anbraten lassen, weil Karotten brauchen ja auch ein bisschen, bis die nicht mehr so hart sind, dass sie ein bisschen weicher werden. In der Zwischenzeit habe ich dann Wasser mit einem Wasserkocher aufgekocht. Und dann den gefrorenen Brokkoli, das ist leider alles, was ich noch gehabt habe. Und deswegen habe ich gefrorene Erbsen noch mit dazugegeben, alles in den Topf gegeben. Ich hätte gerne mehr Brokkoli gehabt. Also wenn du das nachkochst und mehr Brokkoli zu Hause hast, dann verwende auf jeden Fall mehr Brokkoli und lass lieber die Erbsen weg. Alles ein bisschen angebraten, gewürzt mit Pfeffer und frisch gemahlenen, in dem Fall jetzt Gemüsebrühe und Salz. Das ist immer meine, sind immer meine Basic-Gewürze. Man kann jetzt auch super noch Knoblauchpulver dazugeben zum Beispiel oder auch Paprikapulver, wenn man das mag. Aber mit den drei Gewürzen kommst du sehr weit. So, und dann habe ich das Ganze mit dem gekochten Wasser aufgegossen. So wird auch das gefrorene Gemüse dann schnell aufgetaut. Und dann habe ich die Nudeln, die Sahne genau dazu geschüttet und dann die Nudeln dazu gegeben und alles in einem Topf kochen lassen. Es ist mega einfach, weil du halt dadurch nur ein Geschirr zum Abwaschen hast, voll praktisch. Und dann habe ich versucht, dass die Nudeln alle bedeckt sind, Deckel drauf gegeben und es einfach vor sich hin köcheln lassen. Zum Schluss habe ich den Deckel runtergenommen und nochmal köcheln lassen, damit das restliche Wasser, was zu viel drinnen war, verdampft. Und so hat es dann fertig ausgeschaut. Wer zu Hause hat zum Beispiel Käse, Parmesan oder normalen geriebenen Käse, kann das natürlich noch mit dazugeben. Ich habe jetzt nochmal für den Geschmack ein bisschen Essig reingegeben, aber habe es vorher gemacht und dann erst nochmal nachsimuliert für euch, weil ich es vergessen habe zu filmen. Und fertig war das Ganze. Kochen hat dann schon ungefähr 15-20 Minuten gedauert, wo ich die Nudeln dann drin gehabt habe, weil einfach die Flüssigkeit aufgesogen werden muss. Aber es war mega lecker und halt einfach, weil du nebenbei dann noch ein paar Sachen machen kannst. By the way, ich habe auch mal ein Short-Video hochgeladen, wo ich ein Chili mit Süßkartoffeln mache. Das war auch ein One-Pot oder ein One-Pan-Gericht. Versuch doch auch mal das gern aus. So, ich mache jetzt aus dem Milchreis ein Risotto. Und zwar brate ich jetzt zuerst den Knoblauch und die Zwiebel an, gebe dann den Milchreis dazu, ein bisschen Tomatenmark und lösche das mit einem kleinen bisschen Weißwein ab. Der Weißwein, der kostet, also die kleinen Flaschen, die es da gibt, die kosten 99 Cent beim Penny. Wenn du für eine Familie kochst mit Kindern und kein Wein verwenden willst, dann mach es einfach so, dass du ganz normal kochst. Und zum Schluss einfach einen Schuss Essig mit in den Reis gibst, dann hast du auch einfach ein bisschen was von dieser Säure.
Und nachdem dann der Reis auch gekocht ist, kommen dann erst die Tomaten und der Feta mit dazu. Und ich mache jetzt Folgendes, dass ich ein bisschen Olivenöl in den Topf gebe, um dann das anzubraten. Und währenddessen koche ich auch mal schon ein bisschen Wasser auf, damit das einfach schneller dann kocht. Alles bei einer niedrigen Temperatur anbraten, das ist wichtig bei Risotto, weil der verbrennt sonst so schnell. Und dann ein bisschen was von diesem Milchreis in den Topf geben, auch bei niedriger Temperatur so andünsten, mit dem Wein ablöschen, wenn du willst. Ich habe dann noch gut Tomatenmark dazugegeben, weil ich mag das, wenn Essen sehr stark nach Tomate schmeckt. Und dann habe ich einfach ein bisschen gekochtes Wasser aufgegossen und dann gerührt. Und dann später gewürzt. Und das Würzen habe ich immer so während dem Kochen Schritt für Schritt gemacht. Das Ganze ein bisschen ziehen lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann die Tomaten und auch den Feta-Käse klein geschnitten. Mundgerechte Stücke. Du kannst natürlich auch die ganzen Tomaten reintun, aber ich mag das lieber, wenn die ein bisschen klein geschnitten sind. Und die habe ich aber dann auf die Seite gestellt und in der Zwischenzeit dann immer wieder gerührt. Das ist halt A und O bei Risotto. Da kann man auch nicht wirklich vom Herd weggehen. Natürlich habe ich auch wieder nachgewürzt, ein bisschen Pfeffer mit dazugegeben, ein bisschen Paprikapulver in dem Fall. Und immer wieder rühren, gell? Das ist sehr wichtig. Kräutersalz kam noch mit rein. Und dann wurde es ein bisschen dickflüssiger, aber der Risotto-Reis war noch lange nicht gut. Und dann habe ich einfach immer wieder Wasser nachgeschüttet, sodass es, bis es halt zu einer richtig guten Konsistenz gekommen ist. Ich mag gern Schärfe und Säure, deswegen kam noch mal Chili und ein bisschen Essig mit rein. Und auch dann habe ich wieder gerührt. Und die zum Schluss, kurz bevor es fertig gewesen ist, habe ich dann die vorbereiteten Tomaten und den Feta-Käse in den Topf gegeben, damit der Feta-Käse ganz leicht schmilzt, aber nicht stark. Und dann nochmal alles einmal untergehoben eben, die Temperatur schon runtergedreht vom Herd und einfach noch mit der Resthitze ein bisschen ziehen lassen und dann mit Rucola serviert. Wer das zur Hand hat, kann das verwenden. Und fertig ist das Abendessen. Es war echt mega lecker. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es war ein Mehrwert für dich dabei. Wenn dem so war, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und mich unterstützt so und meinen Kanal immer, wenn du ein Abo und einen Kommentar da lässt. Egal was, ob es nur ein Smiley ist oder einen kurzen Gedanken oder ein kurzes Feedback, ich bin mega froh und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen hier auf meinem Kanal Lanas 1x1 zum Leben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.